Seit vielen Jahren sind Sie ein fester Bestandteil unseres Faschingsumzuges. Dafür herzlichen Dank. Wir begrüßen die Fahnenschwinger der Tanzsportgruppe des DSV Breitengüßbach. Unsere Bögenmeister werben mit vollem Elan für die Feierlichkeiten, die zum 1200-jährigen Bestehen von Breitengüßbach stattfinden werden. Unseren Bürger. Wir begrüßen mit einem donnernden Applaus den Präsidenten unserer Faschingsvereinigung, Ambros Karlmann. Nur durch seinen unermüdlichen Einsatz ist es in den letzten Jahren gelungen, den Fortbestand unseres Umzuges aufrechtzuerhalten. Besonders begrüßen möchten wir unsere Kinder der Kindertagesstätte St. Michael unter der Leitung von Uli Zehn. Was wäre unser Umzug ohne unseren Nachwuchs? Wärme durch Hackschnitzel war die Idee, doch nun schmilzt auf dem Gehsteig der Schnee. Faschingsumzug dabei, der Wagen Gunzelmann. Dieser Wagen hat sich heuer das Thema Après-Ski ausgewählt. Zum Skifahren mussten wir weit weg, denn hier war nur ein grüner Fleck. Der Eisbär schaut dumm aus dem Fell, es schmilzt hinweg, der Eisberg schnell. Kapelle des Musikvereins Breitengüßbach. Der Musikverein feiert heuer sein 5-jähriges Jubiläum. Zu diesem Jubiläum soll es nach meiner Informationen auch Festlichkeiten geben, zu der Sie natürlich jederzeit eingeladen sind. Der Tageseinrichtung der Gemeinde Breitengüßbach unter der Leitung von Heike Raab und ihrem Team. Findet am 7. Juli natürlich bei strahlendem Sonnenschein statt. Diesen Termin bitte unbedingt notieren. Den Güßbacher Gaudi singen ein dreifaches Güßbach. Falsch, Güßbach. Güßbach. Oberndorf. Wir begrüßen die Damengruppe Hohen Güßbach. Unsere VIP-Damen aus Hobach brauchen unbedingt eine Breitbandversorgung, um schneller online zu sein. Ein Kabel, das ist wichtig, damit wir können surfen, wichtig.
Das Feeling von Ibiza und Co. findet man in Hobach genauso. Wir wollen nicht ins Meer zum Baden, solange wir ein Planschbecken daheim haben. Und immer dran denken, bevor ihr ins Planschbecken steigt, schön die Schwimmflügel anlegen. Wir begrüßen den Wagen der katholischen Jugendgruppe Breitengüßbach. Mehrmals erwähnt, können nun ihre leeren Becher oder Flaschen bei unserem Reinigungsdienst mit dem Hausmeister Roland Ebert abgegeben werden. Tschüss, bis nächstes Jahr.